Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute natürlich für die meisten abzuholen, beziehungsweise A-Tag, unser neuer Daily Login Champ. Ich kriege meinen erst morgen, da ich im Urlaub war und den erst einen Tag später angefangen habe. Das heißt, ich werde dann meinen noch Test werde ich dann auf meinem Account machen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier auf unserem Community-Account von Dennis, habe ich einfach mal seinen Account nutzen dürfen und den Champion mal aufgebaut, so wie ich ihn spielen würde und versucht damit eine große Range von Content abzudecken. Gleich vorweg, der Champ ist ein Fun-Champ für Endgame-Content oder für Endgame-Spieler und ein sehr, sehr guter Champ für Progress- und Midgame-Spieler, denn das Kit, ja, ist einfach sehr, sehr universell einsetzbar. Fangen wir mal an mit den Grunddingen, die dieser Champion mit sich bringt. Das heißt, wir gehen erstmal nicht in den Dungeon rein, sondern wir gehen erstmal auf diesen Champion drauf und quatschen mal kurz, was dieser Held so hat. Da ist er Artak. Ich finde ihn hässlich wie die Nacht, muss ich sagen. Aber gut, okay. Sei es drum. Er ist ein legendärer LP-Held von der Fraktion Orks und der Einstimmung oder Affinity oder Element Blau. Grün, zwinker, zwinker. LP-Helden sind immer gut. Keine Angriffshelden führt dazu, dass ihr ihn leichter equippen könnt. Seine Base-LP mit 22.000 ist gut, Angriff ist niedrig, den brauchen wir auch nicht. Defense ist okay, Speed ist gut und der Rest wie immer Standard für Damage-Dealer. Die A1 greift alle Gegner an, hat eine 45%ige Chance, die Duration von einem LP-Burn-Debuff auf jedem Gegner um eine Runde zu verlängern. Es gibt nur einen LP-Burn-Stack, also dieser kann um eine Runde verlängert werden. Die Chance ist relativ gut. 100% wäre schöner natürlich, klar. Nichtsdestotrotz nice. Dann wird die A2, greift alle Gegner an, auch eine AOE. Bevor er angreift, löst er instant alle LP-Burn-Debuffs auf dem Gegner aus. Super. Hydra, Spinne, Eisgolem, überall wo LP-Burn gespielt wird, ist das sehr, sehr nice. Hat eine 100% Chance gebuckt, einen Angriffsverringer-Debuff auf alle Gegner für 2 Runden zu applyen. Auch dieser Skill hat 3 Runden CD. Was perfekt ist mit der A3, die ebenfalls 3 Runden CD hat. Greift alle Gegner zweimal an. Der erste hat eine 100% Chance, einen LP-Burn-Debuff für 2 Runden zu setzen und stellt von ihm zerstörte Max-LP um 10% wieder her für jeden LP-Burn-Debuff, der von diesem Skill applied wurde. Halt diesen Champion um 5% für seine maximalen LP für den LP-Burn, der geblockt oder resistet wurde beim gegnerischen Team. Ja, da ist noch ein bisschen buggy bei der Spinne, werden wir gleich sehen. Und dann haben wir noch einen passiven, wann immer ein LP-Burn-Debuff aktiviert wird, zerstört es seine Max-LP um 5%, stackt bis zu 50. Das funktioniert bei der Spinne leider nicht ganz, denn dort stackt es bis zu 100 instant. Aber gut, dann, auch nicht immer. Erhöht seinen Crit-Damage-Wert, sein Crit-Damage und Defense-Wert um 1% für jeden 1% seiner zerstört Max-LP. Es ist nicht so wichtig. Sein Direktschaden ist nicht so hoch, ich würde ihn eher auf LP-Burn spielen. Aber ich zeige euch einfach mal 2 Sachen. Ich habe jetzt einfach Folgendes gemacht. Ich bin auf seinem Account drauf. Er spielt kein Eisgolem Hard. Er hat irgendwo bei Level 2 festgesteckt. Ich habe ein Team zusammengestellt und bin hier einfach instant durchgerannt. Ihr seht es ja an den Zeiten 2, 2,5, 2,5, 2, 3, 2, 2, 3, 10, 3, 10. Und das ist dieses Team. Und zwar habe ich jetzt kein Damage genommen, ist auf Seer und ansonsten nur Support. Einfach, damit man sieht, was er am Boss machen kann. Wenn man das Ganze mit meinem Team, was ich vor kurzem mir auf meinem Kanal vorgestellt habe, das Eisgolem-Team, mache oder machen würde, dann würde das noch komplett anders aussehen. Also dann wäre der Fight natürlich noch viel, viel besser und natürlich noch schneller. Das werde ich bei mir morgen dann testen. Was man aber sagen kann, ist, dass das Kit von ihm perfekt für den Eisgolem ist und perfekt für die Hydra. Sehr, sehr gut für den Drachen und sehr, sehr gut für Doomtower-Content. Fraktionskriege wollen wir gar nicht von reden, das ist natürlich absolute Bombe. Wichtig ist aber anzumerken, dass dieser Champion, ich würde sagen, sein Damage vom LP-Burn wegholt. Wer den Champion nicht beim Eisgolem spielen möchte, hier geht es nur um den Hard-Mode. Im Normal-Mode kann man eher Gifte nehmen, das macht dort mehr Sinn als LP-Burn. Aber hier ist natürlich, er hat einen Angriffsverringer als AOE, er hat LP-Burn, er löst diesen auch noch aus, was beim Hard-Mode-Eisgolem perfekt ist. Dazu kommt noch der Angriffsverringer und der hilft euch wirklich hier, das Team am Leben zu halten, auch mit nicht ganz so guten Stats. Ja, also seine Champions, gucken wir mal hier, rennen mit 3.500 Defense und 80.000 LP rennt der Python rum oder Python, wie auch immer heißt. Und trotzdem wird es hier manchmal für ihn ganz schön kritisch. Nicht ganz so gute Stats, das ist ein bisschen übertrieben.
Aber ihr seht es jetzt hier schon, dass auch die Supporter relativ stark droppen. Sein LP wurde ausgesehen, ihr habt es gerade gesehen. Sieht man immer daran, dass die gegnerischen Max-LP sinken, ist dann ein Zeichen dafür, dass ein LP-Bund getriggert hat, weil die dann halt Max-LP verlieren. Und man sieht auch bei ihm, dass Max-LP verloren gegangen ist, sind wieder hergestellt, LP-Bund ausgelöst, hat er wieder welche verloren. So, und durch diese LP-Bund auslösen Angriffsverringerer, ihr seht, dass wir trotz dessen, dass die Champions, ich sage jetzt mal nicht mega, mega OP, sondern einfach nur sehr, sehr gut, bleiben sie auch safe am Leben. Vor allen Dingen die Seer. Ich betone, Seer ist ein Damage-Dealer. Nicht dafür ausgelegt, am Leben zu bleiben, aber auch die bleibt am Leben. Bedingt dadurch, dass hier eben der Boss einen Angriffsverringerer drauf hat. Natürlich kann der die 3%-Regel failen. Dadurch, dass aber 3 Runden CD sind, geht das relativ konstant, würde ich mal sagen, drauf. Und deswegen darf er auch nicht so schnell sein. Und deswegen ist er auch so equipped, wie ich ihn equipped habe. Jetzt aber zu dem Thema zurück. Wer ihn dann nicht beim Eisgolem spielen wollen würde, den würde ich auf jeden Fall natürlich dann die Offensiv-Kriegsmeister-Mastery mitnehmen, dass er damit seinen AOEs natürlich noch Bonusschaden macht auf Bossen. Gerade bei der Hydra kann sich das noch läppern, da kann er ein paar Millionen mehr rausholen. Wer jetzt ihn aber auch beim Eisgolem spielen möchte, was ich euch empfehlen wollen würde, da ihr dort dann einfach den Hardmode mit ihm laufen könnt. Selbst wenn es bloß Level 3 ist, jeder Hardmode-Dungeon-Level ist besser als der Normal-Mode 25. Das heißt, die Item-Chance ist dort höher. Das heißt, allein schon deswegen solltet ihr Hardmode laufen, wenn ihr es könnt. Ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt hier einfach durch, wieder dieselbe Zeit ungefähr. Und das ist relativ konstant. Und dank seinem Angriffsverringer. Natürlich macht jetzt hier auch Tuhanarak einen Angriffsverringer. Der ist aber nicht der Key. Ganz wichtig, der ist nicht der Key. Sein Angriffsverringer ist der, der hier am meisten draufkommt. So, wir sind jetzt in 3 Minuten 15 durch. Und wenn wir uns auf den Damage gucken, dann sehen wir schon, er mit 7,8 Millionen Einfahren natürlich durch den LP-Born. Mega gut dabei. Also, Eisgolem würde ich ihn sehr, sehr gut einstufen. Wenn man das Ganze dann erweitert auf die Hydra, ja, ich habe jetzt einen Hydran schon gemacht, ich werde jetzt nicht nochmal einen ablaufen lassen, weil das sonst zu lange dauern würde. Ich zeige euch einfach kurz bloß das Bild. Moment, oh Gott, ich habe es noch im Zwischenspeicher drin. Das werden wir mal kurz aufnehmen. Und zwar ist das Attack Hydra. Und dann zeige ich euch das hier, damit ihr das dann seht. Attack Hydra. So. Und da ist es. Und da seht ihr schon. Ich bin weg. So, jetzt bin ich wieder da. Extra, ich habe versucht, ein Team zu nehmen für Brutal, was nicht zu krass ist. Also, wir haben Husk. Epic. Wir haben Attack, den kriegt jeder. Doom Priest ist ein Epic. Ugo ist ein Epic. Necmo gab es vor kurzem. Glaube ich garantiert oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und Uko hat auch jeder. Necmo könnten wir auch auszahlen gegen Lady Kimmy oder irgendeinen anderen Speed-Increaser oder Decreaser vom Boss. Und ihr seht, Attack ist hier gleich mit Husk. Dazu kommt aber, jetzt ganz wichtig, der Attack, den ihr hier seht, hat null Damage. Null. Es ist rein nur LP-Burn. Und zwar LP-Burn, den man dann auch zum Beispiel bei Spinne 25, ich habe jetzt ja mal ein Team zusammengebaut, einfach von seinen Champs. Ich habe jetzt keine Speed-Werte erinnert, ich musste das jetzt so zusammenbauen. Dass es trotzdem funktioniert. Wie gesagt, ich habe jetzt diesen Champ so equipped, dass er in so viel wie möglich Content-Bereichen klappt. Wenn man ihn nur bei einem Spezifischen verwendet, kann man natürlich dann das Set auch ein bisschen, oder das Setup ein bisschen verbessern. So, LP-Bahn wird ausgelöst. Seht ihr, also die Spinne droppt natürlich super runter. Wir haben ja auch mit einem Cooler-Nuset arbeiten wir hier. Wieder LP-Bahn drauf. Und dann wieder drauf. Hopp, noch ein A1. LP-Bahn auslösen. Coldheart macht noch die A3 drauf. Und dann ist der Boss dann auch schon fast Geschichte. Denn das Schöne ist natürlich, mit 3 Runden CD seid ihr relativ gut unterwegs. Seht ihr hier, dass ihr den Boss auch überrunden könnt und dann so eine Teams bauen. Das Team läuft hier sehr, sehr safe. Mein Rekord waren jetzt hier, glaube ich, 42 Sekunden mit dem Team. Das ist nur schnell zusammengestellt. Das ist nicht Speed getuned. Klappt auf Anhieb. Einfach aufgrund dessen, dass er 3 Runden CD hat. Mit 3 Runden CD kriegt ihr hundertprozentig ein gutes Team hin. Mit Cooldown und Set und Renegade ist es sofort wieder ready, da sie 2 Runden wegnimmt vom Cooldown und beim nächsten Durchlauf er wieder dran ist. Also Attack, Spinne, top. Punkt. So, bei der Hydra, top. Ja, natürlich, wer jetzt Nightmare spielt, wird mit einer Zisia mehr Erfolg haben, wird mit anderen Champs definitiv ein bisschen mehr Erfolg haben.
da er dort mitschwimmt, aber nicht oben überglänzt. Aber für alle Progress Mid-Game-Spieler, Mid-to-End-Game-Spieler wird dieser Champion meiner Meinung nach auf jeden Fall ein geiles Ding sein für den Account. Dann müssen wir suchen, da ist er. Ich habe ihn jetzt einfach genommen, ich habe seinen Artefakt, wie gesagt, es ist, sein Account ist schon relativ gut, muss dazu sagen, sieht ja an den Gems. Gegeben habe ich ihm jetzt Speed, habe darauf geachtet, dass wir die 338 plus Masteries, die noch dazu kommen, wenn wir beim Boss sind, zum Beispiel 4, also kriegen wir noch ein bisschen Genauigkeit dazu. Ich habe jetzt hier unten das extra weggelassen. Wenn wir wollten, könnten wir den hier noch mit reinnehmen und wären dann auf jeden Fall safe. Ich wollte das aber extra so halten, damit ihr seht, ihr könnt auch die, anstatt der Mastery jetzt hier die Offensivseite nehmt und nehmt den Kriegsmeister mit, wenn ihr nicht am Eisgolem spielt. Also mit dem Mastery habe ich jetzt hier angefangen und das ist einfach stinknormaler Standard. Nichts Besonderes an diesem Set dran. Es ist kein Cooldown-Set drin, kein Dings. Das Einzige, was wir haben, ist Relentless Gear. Das Relentless Gear besteht daraus aus Defense, LP und Geschwindigkeit Schuhe. In den Subsets LP, Defense Prozent und Genauigkeit mit Geschwindigkeit. Das seht ihr auch hier. Ja, die Crit-Quote habe ich unten gelassen. Kein Crit-Damage, nur Genauigkeit, Defense und LP genommen. Aber nicht 5000 Defense und 100.000 LP, sondern ich habe es versucht, mal ein bisschen, naja, nicht ganz so extrem. Das heißt, Ziel sollte sein, 350 Genauigkeit zu erreichen. Ziel sollte sein, den Speed über 250 zu kriegen. Wer das schafft, hat auf jeden Fall gewonnen. Wenn ihr den Speed nicht auf 250 kommt, sondern nur auf 220, dann guckt erst nach den Defense- und LP-Werten, dass die hochgehen. Was ihr nicht machen solltet, ist ihnen Crit-Quote geben. Zumindest würde ich jetzt nicht machen in einem aufbauenden Account, da der Damage sich nicht lohnt. Es lohnt sich wirklich bei ihm nur der LP-Born. Alles andere finde ich viel zu schwach. Also die Multiplikatoren von dem Champ, die sind, naja, ich kann es euch mal kurz zeigen. So, nehmen wir den Helper auf. Dann gehen wir hier auf Skills. Die A1 hat 0,1 mal LP. Die A2 0,25 mal LP. Die A3 0,14 mal LP. Ja. So, wenn wir einen anderen Champ nehmen, LP hält. Nehmen wir mal. Wen nehmen wir denn jetzt verschreckt? Sir Niklas hat er den? Sir Niklas hat er, genau. Ist ein ganz, ganz alter LP-Held. Ja? Die A1 0,28. Wir hatten eben 0,1. Die A2 0,25 ist ungefähr gleich und die A3 hat keinen. Also selbst die A1 hier mit 0,28 ist ein komplett anderes Level, ja. Also ich würde ihn nicht auf Damage bauen. Tatsächlich würde ich mir das sparen. Wer jetzt schafft, noch die Crit-Quote hochzumachen, kann sie natürlich hoch machen. Das spricht jetzt nichts dagegen zu sagen, ja, ich mache die Crit-Quote mit, weil ich es noch hinkriege. Sollte aber nicht in meinen Augen als Main-Fokus gelten. So. Also, bei den Masteries. Die Masteries habe ich jetzt einfach, damit die Defense-Werte ein bisschen hochgehen für den Eisgolem. Wer jetzt das hier nicht möchte und nicht am Eisgolem spielt, der geht natürlich hin und nimmt dann, geht auf jeden Fall runter zum Kriegsmeister. So, den da und den da. Da sind dann ein paar Skills drin, die wichtig sind. Die A1 ist, wenn er unter 50% LP droppt, dass er sie wieder hochheilt. Kriegsmeister drin und dass die A1 den Damage erhöht. So, und dann bei der Genauigkeitsseite genau dasselbe wieder. Warum ist die Genauigkeitsseite interessant? Zwei Gründe sind interessant. Einerseits ist natürlich für den Law of Steel, dass ihr Bonus-Stats bekommt, gerade wenn ihr ein Wahrnehmungsset oder ein Speedset habt. Und die Chance hier unten, den zu verlängern. Genau, die Duration zu verlängern. Eine 30% Chance. Wenn ihr einen LP-Born applied, den ihr auch auslöst, verliert ihr einen Stack. Also das heißt, ihr applied für zwei Runden oder ihr macht zwei Runden LP-Born auf den Gegner drauf, löst den dann aus Zufall noch aus, dann hat er noch eine Runde drauf. Und wenn der Boss dann einmal drankommt, dann ist der LP-Born wieder weg. Und wenn ihr dann aber durch diese Mastery dann nicht zwei Runden, sondern drei Runden draufsetzt, dann merkt ihr das brutal. Deshalb ist das auf jeden Fall nice to have. So, das wäre jetzt die Variante, wie gesagt, wenn ihr das schafft mit den Stats, gerade nur Führer ohne Eisgolem, mit Eisgolem eben die andere. So würde ich jetzt mal starten. Bei den Schmuckstücken habe ich einen LP-Banner genommen mit Speed und Defense ohne Glyphen. Dann hier ein LP-Banner mit ein bisschen Resistance und Genauigkeit und einen Ring mit LP und Defense. Ich habe jetzt hier einfach was genommen, was ein Account verfügbar war. Und er spielt sich so schon sehr, sehr gut. Also, das muss man sagen. Er kann auf jeden Fall sehr geil verwendet werden. Also, wer
den Champion spielen möchte. Wir können ja mal gucken, haben wir heute aus Zufall? Nein, haben wir nicht. Das wäre jetzt schön gewesen, hätten wir das gemacht. Da gehen auf jeden Fall Teams auch für andere Content-Bereiche, also auch für einen Drachen kann man das auf jeden Fall nehmen. Da geht auf jeden Fall was. Beim Feinheit würde ich nicht spielen und auch beim Sandteufel würde ich ihn so jetzt aktuell nicht sehen. Ich überlege gerade, ja, man könnte was machen, ja, aber hey, da ist Ninja einfach die bessere Wahl. So, wenn ich ihn einstufen würde im Verhältnis zu anderen Login-Champs, ist es auf jeden Fall einer der sehr, 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 sehr guten. Ninja hat für mich immer noch so einen Einzelstellenwert, einfach weil er noch einen AOE-Freeze hat als CC. Nichtsdestotrotz, dieser Champion rennt ganz, ganz oben mit. Wenn man sich die Bewertung anguckt, dann sieht man hier schon so ein paar Vierer, fast Fünfer rausstechen. Spinne ist für mich auf jeden Fall Fünf. Wer da was anderes gibt, weiß ich nicht. Kampagne, lass ich jetzt weg, weil Kampagne kann inzwischen jeder Champ. Hydra. Punkt. Dämonenlord würde ich nur eine 4 geben, weil der restliche Damage nicht reicht und er nur AOEs hat. Fraktionskriege, so ein Champ immer 5. Arena lassen wir weg, Arena-Champ ist es nicht. Eisgolem für mich mega gut, spielt er sich sehr, sehr gut. Drachen würde ich ihm eine 4 geben, nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil der Drache eher ein Giftgegner ist. Und ansonsten wäre für mich, er ist einfach souverän. Also sonst würde ich ihm überall eine 4 geben, weil er überall super mitlaufen kann, alles funktioniert. Fire Knight würde ich ihn gar nicht, da würde ich ihn eine 2 geben beim Fire Knight, weil nur die Waves machen kann und am Boss. Ein Hit bringt uns nichts. Sandteufel. Tja, habe ich gerade gesagt, Iron Twins, LP-Bone auslösen würde dort auch funktionieren. Machen wir auch. So, jetzt haben wir noch einen hier oben drin, Arena. Finde ich ihn, jetzt würde ich ihn nicht unbedingt nehmen wollen. Da lasse ich es noch weg. Halt, Kampagne. Kampagne kann jeder Champ. Kampagne kann jeder Champ. So, hier Arena Defensive. Ist ja für mich ist kein Arena Champ in meinen Augen. So, dann gucken wir mal. Ja. Ja, die bestätigen wir. Und dann gucken wir gleich nochmal, was die für Items empfehlen, wenn ich gerade gesehen habe. Also equippt man ihn natürlich nicht. Also ja. Okay. Ich hoffe, dass ich euch damit diesen Champion ein bisschen mal zeigen konnte. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr testen. Wir werden heute Abend auch live im Stream noch ein bisschen was testen. Und den Account von Dennis, den habe ich heute den ganzen Abend zur Verfügung. Und dann sehen wir uns heute Abend im Stream oder im nächsten Video. Bis dann, euer Fafstoff. Ciao, ciao.